little boxes all the same. There's a pink one and the green one and the blue one and the yellow one, and they're all made out of ticky tacky. Jetzt gibt's endlich mal die Kristallbatterien. Zum Glück hat der Energings eine halbwegs verständliche, eine halbwegs verständliche Anleitung dafür rausgebracht. Und jetzt sind alle Teile dafür da und ich bin mal gespannt, ob das so gut funktioniert, wie es da erklärt worden ist. Ja, in Kurzform nochmal: Wir brauchen Epsom Bittersalz, wir brauchen Saignette-Salz. Dann brauchen wir eine Kupfer-Halbhohlkugel. Ja, mal gucken, ob die auch funktioniert. Das ist so ein Pfostenkappen, habe ich da gefunden. So soll es dann im Endeffekt aussehen. Und als Magnesium habe ich solche Opferanoden ausfindig gemacht. Die gibt es im Heizungsbau ziemlich günstig und sollen angeblich aus reinem Magnesium sein. Na, ich bin mal gespannt. So, zum Kochen haben wir hier eine Induktionskochplatte. Ja, die kriegt dann später noch eine andere Verwendung. Aber erstmal soll sie nur das machen, für was sie eigentlich da ist, nämlich kochen. Ja, dann muss man nämlich hier dieses 7H2O irgendwie rauskriegen, damit wir nur noch MgSO4 haben. Das heißt, wir müssen das Wasser rauskochen aus dem Salz. Ja, eigentlich denkt man, ist ja vollkommen furztrocken, aber nee. Ja, mal gucken, wie es dann aussieht und köchelt. Eine richtige Soße. Ja, dauert schon noch ein Stück, wie das ganze Wasser raus ist. Eine Stunde später oder zwei Stunden später. Jetzt müsste es langsam fertig sein. Es ist total trocken. Gut. Okay, ja denn. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das hier rauskriege. Also, so ein Zeug zu sägen, das ist übelst leicht, ne? Denkt man, es ist Alu. Aber sägt erstmal so ein Stück runter mit einer Eisensäge. Hoho, ich bin fertig. Oh, schön, Bohren ist auch noch relativ, naja, nicht ganz so wie bei normalen Eisen oder Alu oder Kupfer, aber Gewinde schneiden ist bei Magnesium eine wahre Freude. Haha, ihr werdet es lieben. Das ist ja ganz neue Gefühle. Das Magnesiumteil, das ist soweit fertig. Ich konnte nicht ganz so wie er hier. Machen wir es, hier haben wir es. Er hat
hat er ja mehr Löcher reingemacht, ne? Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Mehr lang als rund, ne? Aber ich denke mal, die Löcher hat er nur reingemacht wegen der Oberfläche, dass man mehr Oberfläche hat. Da habe ich mir gedacht, na gut, schneidest du überall Gewinde rein, da haben wir auch ein bisschen mehr Oberfläche. Mal gucken, was es bringt. Habe ich die Kochplatte gewechselt, weil die Kochplatte, die geht nur bis auf 80 Grad runter. Und habe ich vorhin schon gemerkt, dass das Salz schon richtig angefangen hat zu blubbern. Ja, und jetzt wollen wir es ja so richtig schön flüssig haben, ne? In Verbindung mit diesem Rochelle-Salz, was dann zuerst hier reinkommt. Ein paar oder ein, zwei Löffelchen davon dann oben drauf. Und dann wollen wir das im Wasserbad, ne? Weil Kupfer, das wird halt nichts mit Induktionsherd, im Wasserbad mal so schön auf 60 Grad Celsius ungefähr bringen. Das passt so halbwegs gut rein, ne? Darf unten nicht aufkommen, muss ein Schlitz drin sein, deshalb hier auch der Abstandshalter dran. Das passt ganz gut, aber wird nachträglich eingefüllt. Ja, und wie ihr hier drin seht, richtig schön sauber machen, ne? Also so gut wie es geht. So komplett sauber ist es jetzt bei mir auch nicht, aber dass ganz vieles reines Kupfer da uns anlacht. Na? Okay, ja, hier dazu wollte ich noch sagen, das muss ganz fein sein, so richtig staubig. Ne? Also da müsst ihr richtig viel mörsern. Okay, na denn, da muss man losfahren hier. So, jetzt haben wir das Rochelle-Saignettensalz drin. Mal ein paar Löffelchen davon mal mit dazugeben. Ja. So, ein Löffelchen. Zwei Löffelchen. Ja, einer noch. Ne? Drei Löffelchen. So, gut. Na denn, naja, noch ein kleines. Ich hatte auch ziemlich viel von dem anderen rein. So, noch ein bisschen. Okay, jetzt aber gut. Na, dann bin ich mal gespannt, wie weit es zusammenläuft. Die Idee mit dem Wasser als Zwischenspeicher, die war ziemlich bescheuert gewesen. Hier schon das nächste Experiment. War dazu später dann. Ja, ich bin jetzt doch wieder hier drauf zurückgekommen. Die gute alte Herdplatte. Ja, dann wird das nämlich so halbwegs, wie es werden soll. Fängt schon an zu köcheln, muss schon wieder umrühren, obwohl ich hier auf niedrigster Stufe gerade bin, aber hier funzt es. Jetzt haben wir es langsam soweit. Ja, Batzen sind jetzt keine mehr drin, aber ganz so schön wie der Energenx aus dem Video da, habe ich es bei mir nicht hingekriegt. Dennoch schön flüssig und ich denke, das dürfte gut reinlaufen. Ich hoffe auch mal, dass ich genug gemacht habe hier. So. Das reicht nicht ganz. Na denn, machen wir noch ein bisschen was rein. Huha, das ist ja eine ganz schön heikle Sache hier. Wie ihr hier seht, ist hier in der Mitte bei ihm, ne, läuft da überhaupt nichts hin, da zu seiner Anschlussschraube.
Und bei mir hier ist das ganz schön knapp gewesen. Hier auf der Seite gab es eine ganz kleine Verbindung. Die habe ich nun weggekratzt. Weil vorher hat das Messgerät immer so zwischen 2 Volt und 0 Volt hin und her gependelt. Und jetzt... Da schau her. 1,3 Volt konstant. Haha, geil. So, jetzt müssen wir sie halt noch etwas laden. Ne? Wie haben die gemeint mit einer 12 Volt Batterie? So, bis der Spike Gap kommt, dann ist er geladen, hat er gemeint. So, passt. Hier spiked doch gar nichts. Das ist aber auch nicht schlecht. Ja. Und Tatsache, nach dem Laden. Gut, hat sie 1,6. Geht immer weiter runter jetzt. Was ist denn hier los? Naja, mal schauen, wo sie stehen bleibt dann. Ja, sie leuchtet. Doch so hell wie hier ist er noch nicht, ne? Also, aber funktioniert schon mal. Schön. Ja. Cool, da bekommen Pfostenkappen jetzt ganz neue Bedeutungen. Aha. Also die John Bedini Crystal Cell lässt sich auch mit einem Bedini Schulmädchenmotor halbwegs ordentlich laden. Das sieht noch ganz normal aus. Mal gucken, wo es hingeht. Gleich haben wir die 5 Volt geknackt. Ist ja echt krass. Ja gut, okay. Wenn man stinknormale Batterien an Bedini anschließt, kann man die ja auch manchmal bis auf... Was habe ich neulich gehört? Eine kleine Knopfzelle bis auf 18 Volt hat da jemand gebracht. Ist danach sofort wieder zusammengebrochen. Ja, darauf kommt es dann an, ne? Wenn wir da wieder abklemmen, wo die Spannung dann stehen bleibt. Ja, ich glaube, die ist schon kräftig überladen hier, wenn das so nach oben geht. Wenn das so schnell nach oben geht. Ja, was passiert, wenn die Zelle überladen ist? Fliegt die mir dann um die Ohren? Ich habe ein bisschen Heißklebeleim, Alienschleim zur Fixierung mit drüber gemacht. Ja. Das hört und hört nicht auf mit Steigen hier. Nichts so richtig, wa? Na, gucken wir mal. Gut, okay, jetzt schon bei 5,15. Ich klemme mal lieber ab. Jetzt haben wir doch die Leuchtstärke, die wir haben wollten. Ne? Hey, cool. Okay. Zelle Nummer Uno. Ja. Hält doch ganz schön durch. Fein.
Sehr schön. Funktioniert? Kann man getrost weiterempfehlen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die hält. Sieht aber schon nicht schlecht aus. Noch genauso hell wie am Anfang, ne? So,